Herzlich willkommen zu Episode Nummer 5 mittlerweile zu H5P-Inhaltstyp unter der Lupe. Heute geht es um einen Inhaltstyp, der heißt Essay, übersetzt Aufsatz. Aber bevor wir am Anfang noch, wie immer, der Hinweis, das ist keine Einführung in H5P. Wenn ihr die erwartet, seid ihr falsch. Aber zum Glück gibt es eine Aufzeichnung auf, ich vergesse immer wieder den Link, idonauten.de/webinare. Da gibt es eine Aufzeichnung von einem Webtalk, so 1,5 Stunden, zu einer Einführung zu H5P. Da erfahrt ihr, was H5P grundsätzlich ist und was das kann. Und heute gucken wir uns halt diesen Inhaltstyp an, der heißt Essay. Hat ein bisschen Vorgeschichte, vielleicht kann ich ihn noch erzählen. Der ist tatsächlich von mir, den habe ich programmiert. Und er ist so ein bisschen mein ungeliebtes Kind, muss ich gestehen. Ich zeige auch gleich noch, warum. Das ist nämlich eine didaktische Frage. Ich zeige ihn erstmal. Also, ich wechsle in diese Ansicht und vielleicht mache ich es noch einfach wieder ein bisschen größer. So. Na, vielleicht sogar ein Tick zu groß in dem Fall. Also, das ist Essay und wir können erstmal, so wie immer, wir gucken erstmal, was ist denn das, was macht man damit und dann zweiter Schritt, wie bauen wir das nach? Also, hier sieht man gar nicht so viel, man sieht hier so ein kleines Bild, offensichtlich das Auenland, The Shire. Und darunter steht auch schon eine Frage oder mein Auftrag. Ich soll offensichtlich mal den Hobbit, das Buch, in bis zu 500 Zeichen beschreiben. Ja, ich mache natürlich das, was man es immer so macht. Man ignoriert das erstmal und man klickt einfach mal auf Check, was im Deutschen überprüfen wäre. Und jetzt muss ich ein bisschen scrollen. Dann passiert gar nicht so viel. Okay, offensichtlich gibt es da Punkte, 0 von 80. Fragt mich, ob ich das Buch vielleicht nicht nochmal lesen sollte. Und ich bekomme aber auch Feedback, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Zum Beispiel, wenn ich das Buch zusammenfassen soll, dann muss ich wahrscheinlich den Hauptcharakter wenigstens erwähnen. Okay, und vielleicht habe ich irgendeinen Zauberer vergessen. Dann gucken wir doch mal, was passiert. Dann versuchen wir mal ganz grob den Hobbit zusammenzufassen, bevor wir uns da die Lösung angucken. Also probieren wir es nochmal. Also machen wir es mal ganz kurz. The Hobbit is about Bilbo. Manchmal tippe ich Frodo, wenn ich sowas zeige, aber es ist natürlich Bilbo im Hobbit. Das ist die Hauptperson. So, also jetzt haben wir den Hauptcharakter ja schon irgendwie drin. Ist natürlich noch keine gute Zusammenfassung. Und jetzt sollte man noch was zu Gandalf schreiben. Gandalf weiß ich, ist halt der Zauberer. Und jetzt weiß ich aber vielleicht nicht genau, wie man Gandalf schreibt. Auch schon, ich weiß, warum ich das so mache. He became, wie schauen wir das? He was visited by, schreiben wir mal mit PH hinten. So. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich klicke mal wieder auf Check. Aha. Ist hier nicht eingestellt. Ich hätte es gar nicht vergessen mit dem Gandalf. Also, ihr seht, das Feedback sieht jetzt anders aus. Jetzt fragt er mich nur immer noch nach dem Zauberer, weil Gandalf falsch geschrieben ist. Gut, reicht immer noch 10 Punkte. Gut, dann müssen wir uns jetzt ein bisschen mehr Mühe geben. Und dann machen wir jetzt vielleicht den Gandalf richtig und schreiben auch noch ein bisschen mehr. Also, there were some dwarfs. Irgendwie sowas. Vielleicht reicht es erstmal für den Hobbit. Also klicken wir mal weiter, was passiert. Das Feedback ist weg. Und man sieht hier, okay, die Zeichenzahl habe ich noch nicht erwähnt. Das Feedback ist ein bisschen geworden, weil ich jetzt irgendwie 40 von 80 Punkten bekommen habe. So, und jetzt ist mir das aber zu schwierig. Jetzt gucke ich mir einfach mal die Lösung an. Das kann man ja auch machen. Show Solution. Und was dann passiert, geht halt hier was auf. Aha, eine Musterlösung. Kann man sich durchgucken mit dem Hinweis, der ist halt wichtig, dass das nur ein Lösungsvorschlag ist. Ne? Sample Solution. Das ist eben nicht die einzige Lösung, die möglich ist. Und ja, was wir machen könnten, wir könnten ja mal einfach alles rauskopieren. Denn wenn das eine gute Lösung sein soll, dann müssten wir es ja auch, wenn wir das wiederholen, irgendwie volle Punktzahl bekommen. Gucken, ob das passiert. Überprüfen. Ha! Perfekt. Und jetzt kriege ich offensichtlich noch anderes Feedback. Das ist jetzt also nicht so ein Hinweis, ich habe was vergessen, sondern ein bisschen Lob, großartig. Ich habe sogar den Namen des Drachen noch erinnert. Und hier ist irgendwie was Kryptisches mit einem Sternchen. Was könnte das sein? Gucken wir uns auch gleich an. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt habe ich hoffentlich volle Punktzahl. Habe ich auch. Und offensichtlich bin ich ein Fantasy-Nerd. So, also das ist Essay. Jetzt kann man sich fast denken, wie das funktioniert.
Als ich es geschrieben habe, war meine Idee, ich brauche mal was zum Experimentieren, wie gut man automatisch Texte auswerten kann und eben feststellen kann, was da drin ist. Und das hier ist aber der erste Schritt gewesen, ist die dümmstmöglichste Lösung, die es dafür gibt. Und erschreckenderweise funktioniert die aber für viele Leute gut. Also das Ding macht nichts anderes, als nach Stichworten im Text zu suchen und danach Punkte zu vergeben. Eigentlich eine super doofe Lösung. Das guckt man später an, warum das eine super doofe Lösung ist. Jetzt gucken wir erstmal, wie man sowas baut. Also, dann springen wir einfach mal an der Tastatur, falsche Taste. So, also links habt ihr mein Beispiel. Das setzen wir vielleicht nochmal zurück. Das bauen wir jetzt einfach mal schnell nach. Auf der rechten Seite seht ihr eine Seite von Nele Hirsch, die heißt einstieg-h5p.de. Wer mag, kann das ja mal im Chat auch posten. Dann hier den schönen Vorteil, es gibt hier einen blauen Knopf, vielleicht noch so ein bisschen größer. Dann seht ihr den auch besser, dann ist er richtig groß. Da steht Testinhalt erstellen. Und das Schönste, hier muss man sich nicht anmelden, hier klickt man einfach drauf auf diesen Knopf und dann kann man H5P-Inhalte anlegen. Und das machen wir jetzt in zwei Schritten, weil hier ist es ja auf der linken Seite so, ich weiß jetzt nicht, welche Schlagworte da unbedingt genau drinstehen. Das heißt, wir bauen erstmal alles nach, was offensichtlich ist und danach kümmern wir uns um den Rest. Also, erstmal den Rahmen. Wir suchen hier nach Essay, so heißt der Inhaltstyp. Und dann klicken wir da drauf. Und dann lädt er halt so ein typisches Formular. So sieht das bei H5P immer aus, wo man einfach Sachen von oben nach unten einträgt und dann ist man fertig und hat seinen Inhaltstyp. Also, man braucht am Anfang immer einen Titel. Der steht tatsächlich hier. Den kopieren wir uns einfach mal raus. Also Free Text Question, blub, 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 bis zum Hobbit. Und dann kopieren wir den da rein. Dann haben wir schon den Titel. So, dann ist da oben drüber dieses Bild. Das versteckt sich hier hinter den Medien. Und man kann wirklich von oben nach unten durchgehen. Ich könnte jetzt hier in dem Fall ein Bild nehmen oder ein Video. Bild reicht hier erstmal. Dann gehe ich auf Hinzufügen, lade mir das Bild. Und hier ist das tatsächlich schon. Das ist eins von Unsplash. Das heißt, das ist ja, frei verfügbar. Man steht unter einer offenen Lizenz, dass man darf das teilen. Und damit das die Welt auch weiß, hat H5P was sehr Schönes. Also hier seht ihr schon diesen Knopf für Metadaten. Den findet ihr an ganz vielen Stellen. Immer wenn ihr irgendein Medium einfügt, sei das Text, sei das Bild, sei das ein anderer Inhaltstyp, dann gibt es den. Und dann, wenn man da draufklickt, dann kann man die Urheberrechtsinformationen mit angeben. Und die werden halt zentral gespeichert. Und wo landen die? Die landen halt am Ende in so einer Übersicht und die kann ich mir auf der linken Seite hier aufrufen. Da klicke ich hier auf Rights of Use, im Deutschen heißt es Nutzungsbedingungen und da sehen wir auch schon das Bild und da sehen wir nämlich auch schon die ganzen Daten, die wir brauchen. Also wir könnten hier den Titel einfach übernehmen. Das ist dann Hobbiten. Dann die Lizenz, das ist offensichtlich Public Domain. Dann haben wir das so, dann offensichtlich von 2019 und der Herr heißt Tobias Stonjek. So, Metadaten speichern, haben wir das erledigt. Jetzt sehen wir hier, wir haben Pekin, das ist jetzt nur ein kleiner Trick. Man kann das so einstellen, dass das Bild erst klein ist. Man muss es bewusst groß machen. Hier ist das so gemacht, dass es gleich groß ist. Das macht man mit diesem kleinen Haken hier unten. Bildzoom deaktivieren heißt das. Dann ist es immer so groß. Und was man nicht vergessen sollte, also aus Gründen der Barrierefreiheit, ist einen Alternativtext anzugeben. Der ist hier schon drin, weil ich vorhin schon gespielt habe. Da beschreibt man einfach für Leute, die eben nicht so gut sehen können oder gar nicht sehen können, was da zu sehen ist in dem Fall. Das ist hier nicht ganz so wichtig, weil es eher Deko ist, aber der Vollständigkeit halber beschreiben wir einfach mal, dass das eine grüne, hügelige Gegend ist mit einem Baum drauf, oder mehreren Bäumen und einer Hobbit-Höhle. So, jetzt können wir gucken, hatte ich da noch einen Hover-Text? Ja, The Shire hatte ich da noch. Dann tragen wir auch noch, das ist schon The Shire ein. Das ist das, was man sieht, wenn man drüber fährt. So, haben wir das oben ist schon erledigt, dann käme jetzt die Aufgabenbeschreibung, die können wir einfach hier wieder rauskopieren. Also beschreibe mal den Hobbit. So, haben wir auch schon. Dann ist da eben der Hilfetext, das ist das, was man hier so in Grau sieht. In a hole in the ground, there lived a Hobbit. Und das haben wir auch schon vorbereitet. Trägt man da ein. So, jetzt kommt der Teil in der Mitte, da habe ich gesagt, da wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Ja, den Lösungsvorschlag, den bekommen wir natürlich noch. Das haben wir gerade schon gesehen. Wir machen hier mal auf Check und dann können wir uns ja die Lösung angucken. So, und das ist jetzt eben wichtig. Ihr seht, das ist groß, das ist immer offen, weil das halt wichtig ist, dass das nur ein Lösungsvorschlag ist. Genau, diesen Hinweis nehmen wir hier. Ihr seht, das ist auch das gleiche hier in Grau, was da schon drinsteht im Prinzip. Und dann nehmen wir auch noch diesen Mustertext hier raus.
und kopieren den auch rein. So, und jetzt haben wir im Prinzip alles, was wir jetzt offensichtlich sehen können. Das haben wir jetzt auch schon rauskopiert. Jetzt gibt es natürlich noch das Feedback. Das machen wir am Ende. Das könnten wir jetzt auch schon machen, wenn wir ein bisschen rumspielen. Aber wir wissen jetzt nicht, wie das mit den Schlagworten ist. Also machen wir erstmal eins. Wir speichern mal und gucken, wie es bis jetzt aussieht. Ob das optisch stimmt. Damit ihr das auf jeden Fall schon mal seht. So, sieht doch schon ziemlich genauso aus wie auf der anderen Seite. Machen wir das auch nochmal neu. So. Sehr schön. Fast pixelgenau. So, gut. Was man hier noch sieht, das ist hier Deutsch, da ist Englisch, aber das kann man auch gleich noch ändern. Gut, jetzt kommt wirklich der knifflige Teil, mit dem man richtig was machen kann. Also gehen wir hier nochmal in den Bearbeitungsmodus. Und damit wir jetzt wissen, welche Schlagworte das sind und was man da eben eintragen sollte, damit das Gleiche rauskommt, müssen wir das hier auch machen. Das ist hier da ein bisschen anders, das heißt hier Edit. Und dann sieht das so aus. Jetzt können wir im Prinzip hier gucken, was auf der linken Seite ist und das auf die rechte übertragen. Also hier auf der linken Seite seht ihr schon, was da rein muss. Und jetzt auf der rechten Seite. So, also das sind, hier seht ihr die Schlagworte, die offensichtlich gefragt sind. Also Bilbo, Gandalf, Smaug, Dwarfs, Sternchen RI, was auch immer Sternchen RI ist. Und Adventure. Und wir machen es einfach mal. Also braucht ihr Bilbo. So, jetzt habe ich Bilbo. Jetzt ist die Frage, was soll damit passieren? Da gibt es eben noch diverse Sachen, die man einstellen kann. Und dafür scrolle ich hier auch ein bisschen runter, damit wir was ausklappen. Einmal da und einmal da. Also das Erste, was man hier machen kann, man kann tatsächlich Punkte vergeben. Offensichtlich soll Bilbo 10 Punkte wert sein. Haben wir auch. Jetzt kommt so ein Ding, der heißt Fundstellen. Das ist tatsächlich das hatte ich anfangs nicht drin, als ich das geschrieben hatte. Das hat mal jemand gefragt, manchmal sind Worte ja besonders wichtig und manchmal möchte ich die auch, wenn die zweimal drinstehen, möchte ich die auch zweimal zählen und wenn sie vielleicht dreimal drinstehen, auch noch dreimal und dann ist gut. Also wenn man die häufiger benutzt, dann soll es auch noch Punkte geben. Dachte ich, baue ich mal rein, aber das ist schon der erste Grund irgendwann, warum ich gesagt habe, ist es nicht mehr ganz so lieb, mein Kind, weil es irgendwann unübersichtlich wird, was man da alles machen kann. So, wir gucken mal weiter. Ja, Groß-Kleinschreibung achten. Ist geschenkt, brauche ich glaube ich nicht zu erklären. So, das mit den kleinen Fehlern, das kennt ihr vielleicht aus anderen Inhaltstypen. Bei H5P kann man sagen, wenn da so kleine Fehlerchen drin sind, mal so ein Buchstabe vertauscht oder einer vergessen, dann akzeptiere ich das noch. Und hier sehe ich ja auch erklärt, wie das ist. Und bei 3 bis 9 Zeichen ist ein so ein falscher Buchstabe okay oder ein Buchstabe zu viel okay. Und bei 9 Zeichen 2. Ist aber hier nicht drin. So, dann haben wir 2 andere Punkte. Das ist eben die Rückmeldung. Jetzt gibt es ja einmal 2 Fälle. Es kann ja sein, dass ich ein Schlagwort im Text drin habe, den ich geschrieben habe. Das ist eben Rückmeldung, wenn Schlagwort verwendet, der hier. War bei Bilbo ja nichts. Also wenn Bilbo drinsteht, kriege ich ja gar keine Rückmeldung mehr. Aber wenn ich jetzt hier runterscrolle, aha, wenn Bilbo nicht drinsteht, dann soll ich offensichtlich diese Rückmeldung hier bekommen. Und dann trage ich hier mal rein. Das ist eben die gewesen, dass vielleicht der Hauptcharakter noch erwähnt werden sollte. So, und die anderen Sachen, die gucken wir uns später nochmal an. Da kann man noch ein paar Details einstellen. Aber das war es im Prinzip schon für Bilbo. So viel spannender wird jetzt auch der Gandalf nicht. Da packe ich den mal einfach ganz schnell ab. Also ich kopiere mir einfach mal Gandalf. So, guck noch mal rein, was es da geben soll. Okay, der gibt 20 Punkte. So offensichtlich einmal. Okay, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, warum man das nicht erkannt hat vorhin, dass ich ihn falsch geschrieben habe. Denn eigentlich sollte das ja hier okay sein. Vielleicht muss ich da nochmal in den Quelltext gucken. Aber was war mit der Rückmeldung? Die muss ja auch drinstehen. Genau. Wenn ich Gandalf nicht erwähnt habe, dann soll doch bitte Gandalf auch erscheinen. Hier. So, die anderen ignorieren wir erstmal wieder. So, also soweit so gut. Das ist halt der einfache Fall. Jetzt haben wir genau das Umgedrehte. Jetzt haben wir so den Fall, da möchten wir loben, wenn etwas erscheint. Also wenn was drin ist, was vielleicht gar nicht so, wo es unwahrscheinlich war, dass es jemand noch weiß. Wer weiß schon, dass es doch noch Smaug heißt. Also tragen wir den da ein. Und jetzt gucken wir nämlich mal hier. Da wird das anders sein. Das erste Mal gibt auch 20 Punkte. Das ist okay. Und wenn wir dann runterscrollen, werden wir aber gesehen, aha, hier ist das zweite Feld leer, aber hier steht bei dem ersten was drin. Das heißt, da bekommt man Rückmeldungen, wenn es drin ist. Und natürlich könnte man es auch kombinieren. Ich könnte jetzt auch eine Rückmeldung schon geben, wenn es nicht drin ist. Kann man machen, wie man möchte. So, also das geht tatsächlich auch. Das ist dann ganz schön.
Und jetzt kommt das, was dann häufiger passiert, gerade wenn man das so in Sprachen einsetzen möchte oder vielleicht in anderen Fächern, wo nicht so ganz klar ist, dass es nur einen richtigen Begriff gibt. Bilbo heißt Bilbo. Das war's. Bilbo Baggins kann man vielleicht noch draus machen. Aber in dem Fall gibt es nicht viel mehr. Aber hier, speziell bei Dwarfs, gibt es ja zwei verschiedene Schreibweisen, die beide korrekt sind im Plural. Also könnte ich da Dwarf eingeben und eine zweite, ich sage einfach eine Variation hinzufügen. Und dann ist die auch richtig. Und da kann ich beliebig viele jetzt unten noch mit dranhängen. Gehen wir erstmal weiter. Also was gibt das an Punkten? 10 Punkte. So, gab es zu den Zwergen noch irgendeine Rückmeldung? Nein. Okay, haben wir die Zwerge abgehakt. Dann haben wir jetzt das Komische. Jetzt haben wir nämlich den Fall, okay, hier sind es halt nur zwei. Manchmal ist jetzt auch hier kein perfektes Beispiel. Wir haben dieses Sternchen und RI. Und es gibt halt, oh, wie viele Zwerge sind es denn im Hobbit? Sind es 9? Ich weiß es gar nicht genau. Es sind viele Zwerge im Hobbit, die da auftauchen. Und Uri, Ori, noch irgendwas. Und wenn man sagen möchte, ich möchte es mir jetzt einfach machen, dann nehme ich einfach dieses Sternchen. Und dieses Sternchen ist einfach nur Platzhalter für eine beliebige Anzahl von Buchstaben. Von 0 bis viele. Gibt es keine Grenze. Das heißt, alles, was irgendwie Sternchen RI ist hinten, das funktioniert. Das wird als richtig erkannt. Ich könnte auch ein Sternchen irgendwie in die Mitte setzen von den Buchstaben. Ist ganz egal. So, also das macht man nämlich tatsächlich damit. Das heißt, Ori, Uri, Ari, Pupi, nee, Pupri, wäre alles richtig. So, jetzt müssen wir da wieder noch durch den Punkten gucken. Also es gibt offensichtlich auch 10. Okay. Und da war, glaube ich, auch nichts weiter. Ah, doch, genau, es gab noch die Rückmeldung, dass da was zu den Zwergen drin war. Genau. So, einen letzten Punkt haben wir hier noch. Ah, für die Techniker vielleicht noch. Wer möchte, kann hier auch reguläre Ausdrücke benutzen. Das zeige ich jetzt nicht, weil das ein bisschen komplexer wäre. Aber man kann sich das Leben dann sehr einfach machen, wenn man zum Beispiel einen Wortstamm hat und dann eine Liste von Änderungen hat oder bestimmte Änderungen, die da drin sein sollen, kann man das sehr flexibel damit machen. Sonst eben über Variationen hinzufügen, dann geht das natürlich auch nur ein bisschen nicht ganz so flexibel. So, dann haben wir noch Adventure. Das ist noch so ein Fall für, scroll ich nochmal hoch, für Variationen. Also einmal Adventure, richtig schreiben und eine Variation Quest und eine Variation Journey. So, die Punkte nicht vergessen. 10. Okay, 10 Punkte. Und gab es noch eine Rückmeldung? Die gab es in dem Fall nicht. Dann schlage ich doch vor, wir speichern das Ganze mal wieder und gucken nochmal, was wir jetzt geschafft haben. Okay, also da linke Seite und rechte Seite unsere Kopie. Jetzt sehe ich mindestens zwei Unterschiede. Ne, einen sehe ich schon mal. Den zweiten sehen wir gleich. Nämlich der erste, hier steht Remaining Characters 500. Offensichtlich muss ich irgendwo auch noch einstellen können, dass maximal 500 Zeichen eingegeben werden. Wenn ihr seht, die zählen hier runter und bei 500 geht halt nichts mehr, dann macht er Feierabend. Und wenn ich hier prüfe, dann können wir erstmal gucken, ob unser Feedback hinhaut. Das ist das Gleiche, sehr schön. Und was ihr jetzt aber hier seht, okay, hier sagt er nur 80 Punkte, auf der rechten Seite 100 Punkte. Das ist komisch. Jetzt haben wir nämlich einmal schon so einen Fall, da wird es dann schwierig, wenn man so ein Schlagwort hat und erwartet, dass genau diese Schlagworte drin sind und nur dann gibt es volle Punktzahl, ist das natürlich schon mal kompletter Käse. Ist dann raten, was will denn die Lehrperson hören. Und von daher kann man hier einstellen, ab wie viel Prozent gefundener Punkte das denn als bestanden gilt. So, also das müssen wir ändern. Wir müssen noch eine Gesamtzeichenzahl angeben. Dann machen wir das auch. Und eine Sache zeige ich jetzt auch noch, damit wir ein bisschen was zu tun haben. Also ich nehme nochmal hier dieses Uri, Ori, sonst was. Und hier steht jetzt eben Uri. Ich glaube, Uri war einer. Oder Ori. Sagen wir, es gab ein Zwerg, der hieß Uri. Und wir kriegen jetzt hier diese Rückmeldung. Mit diesem Sternchen RI. Das ist irgendwie komisch. Das will ich da nicht drin haben. Und vielleicht möchte ich auch hier stehen haben, vielleicht darf man es eh nur einmal machen. Und dann soll man auch wissen, dass Gandalf gefehlt hat hier. Das möchte ich jetzt auch. Ich möchte also nicht, dass da drei Punkte stehen. Da soll jetzt Gandalf stehen, weil der ja gesucht ist. Sagen wir mal, wir verraten das. Und ich will nicht Sternchen RI haben, ich will, dass da Uri steht. Der hat ja Uri eingegeben.
Also geht vielleicht auch. Da gucken wir einfach nochmal. Gehen wir nochmal rein. Und manchmal verstecken sich also Sachen in den Tiefen der Einstellungen. Also wir gehen erst nochmal zu Gandalf. Gandalf möchte ich, dass da auch Gandalf steht. Und dann gehen wir nochmal in diese Einstellungen für die Punkte. Da kann man nämlich sagen, was bei diesem Feedback dann auftauchen soll. Das ist auch wieder zweigeteilt. Hier unten ist das. Das ist das hier. Was soll denn in der linken Spalte erscheinen neben meinem Feedback? Und hier steht bei Rückmeldungen, wenn ein Schlagwort nicht verwendet wurde, im Moment nichts. Genau, ich sehe diese drei Punkte, das ist halt nichts. Und da möchte ich eben das Schlagwort haben, das soll Gandalf sein in dem Fall. Und jetzt gucken wir uns an, was man bei dem anderen machen kann. Bei diesem Sternchen RI, das ist natürlich sehr nett, dass seit Sternchen RI steht. Vielleicht kann man sich dann auch denken, dass dann mehrere Sachen richtig sein können. Finde ich aber auch blöd. Also gehe ich da nochmal rein. Und dann nehmen wir den ersten. Das ist eben genau das Schlagwort, wie ich es angegeben habe, Sternchen RI. Und da bekomme ich jetzt mehr Auswahlmöglichkeiten. Auch da könnte ich sagen, nichts. Dann steht halt nur die Rückmeldung, ohne für welches Schlagwort das jetzt konkret war. Kann ja auch sinnvoll sein. Es kann die gefundene Alternative sein. Das ist eben, wenn es neben Adventure, Quest, was hatte ich noch, irgendein drittes. Und Adventure ist zwar das erste, wenn ich sage, der hat Quest eingegeben, dann soll auch Quest angezeigt werden. Oder gegebene Antwort, das ist so ähnlich, das kann ja immer auch bei einem Vertipper sein. Also wenn ich jetzt, nehmen wir an, das können wir gleich bei Gandalf nochmal gucken, wenn Gandalf falsch geschrieben ist, dann kann ich ja mir überlegen, soll jetzt Gandalf auch richtig ausgeschrieben angezeigt werden oder vielleicht mit meinem Fehler angeschrieben. Ist jetzt sehr viel Detail, aber das war halt auch so ein Wunsch von jemandem, da ist das drin. Ich sage mal, es soll einfach die gegebene Antwort angezeigt werden. Und jetzt gehen wir nochmal runter in diese Interaktionseinstellung. Jetzt möchte ich das mit diesen Punkten hier nochmal geklärt haben. Das verbirgt sich hier runter. Dann bekommt man nämlich noch so ein paar Einstellungen, die fehlen. Also man könnte sagen, man muss zum Beispiel 100 Zeichen eingegeben haben, mindestens, ist hier nicht dabei. Aber 500 wollten wir haben. Das ist ein bisschen Schnickschnack hier. Größe des Eingabefelds wiederholen zu lassen. Gibt nur an, ob dieser Wiederholen-Knopf hier angezeigt wird. Den gucken wir uns gleich noch an. Ignoriere die Bepunktung. Und dieses Prozentsatz zum Bestehen, das ist nur wichtig, wenn ihr das in einem Lernmanagementsystem habt. Da kann man sagen, zum Beispiel, können wir jetzt hier auch machen, sagen wir mal, ab 50% gilt das als bestanden. Das spielt für den Inhaltstyp an sich aber erstmal keine Rolle. Und was wir hier machen können, also es gibt in Summe ja 100 Punkte offensichtlich. Und wir sagen einfach mal genau wie links, dass 80% der Punkte würden mir jetzt schon reichen. Das heißt, ich muss zum Beispiel, wenn Bilbo einmal drinsteht und nicht dreimal, jetzt als ein Beispiel, dann hätte ich ja auch schon 80 Punkte. Oder wenn ich Bilbo dreimal geschrieben habe und dafür vielleicht Smaug nicht drin hatte, dann käme ich auf 80, hätte auch bestanden. Also so könnt ihr euch das vorstellen. Und der Rest ist einfach nur, wenn ich eh irgendwas habe, was für alle Schlagworte gelten soll, zum Beispiel immer Groß-Kleinschreibungen, richtig oder falsch, dann kann ich das hier machen und mit der Rechtschreibfehler genau das Gleiche. So, also speichern wir nochmal. Jetzt hängt da, dann zeige ich auf der, da ist er. Also, gucken wir nochmal. Also jetzt passt das mit den verbleibenden Zeichen, 500, das ist sehr gut. So, und was wollte ich machen? Ich wollte bei Gandalf wollte ich eine andere Rückmeldung haben. Und jetzt mache ich mich was ganz Doofes. Habt ihr vielleicht eben auch schon gesehen. Ich trage jetzt nur Gandalf und Uri ein. Das ist kein sinnvoller Text. Und trotzdem bekomme ich jetzt halt meine Punkte dafür, wie ihr seht. Ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. So, was wollte ich hier haben? Habe ich irgendwas falsch angegeben? Ah, ich habe gar keine Ahnung, ich habe beim falschen Feld. Nicht so schlimm. Also, ihr wisst, wie das mit den Schlagworten meint. Also hier steht es tatsächlich erst, hier steht Uri und nicht mehr Sternchen, Ri. Und wenn ich das mit dem Feedback hier eingetragen hätte, dann muss natürlich auch, ihr wisst, was ich meine. Alles klar. Okay, so, jetzt habe ich das. Eine Sache wollte ich, glaube ich, noch zeigen. Achso, ja klar, mit dem Feedback. Hier gibt es ja noch diese Meldungen, je nachdem, wie viele Punkte man erreicht hat. Eben, hey, vielleicht soll ich das Buch nochmal lesen, das sollte ich vielleicht nochmal zeigen. Also das zeigen wir nochmal schnell. Und dafür gehe ich hier auch nochmal in den Bearbeitungsmodus, damit ich es schnell rauskopieren kann. Also scrollt man ganz runter und es gibt ganz häufig bei H5P, also wenn ihr das einmal schon gesehen habt, könnt ihr jetzt abschalten. Ansonsten
hat man die Möglichkeit zu sagen, okay, wie viele Punkte hat denn die Person erzielt? Zum Beispiel, ja, da ist es auch schon, 49 und hier 79, das sind so die großen Bereiche. Und dann möchte ich gerne noch diese Rückmeldung haben. Zack. Ups, das wollte ich nicht. Und da. Das heißt, jetzt hat man das Feedback für die Punkte. Und jetzt hatte ich ja schon angedeutet, das mit diesen Punkten, das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, weil für Schlagworte Punkte zu vergeben, das ist jetzt eigentlich, ja, also man kann das machen und viele machen das und viele finden das gut. Ich bin da eher skeptisch und deshalb habe ich noch eine weitere Funktion eingebaut. Die habe ich gerade hier nonchalant übersprungen. Das ist dieses Ignorieren der Bepunktung. Finde ich ganz schön. Also wenn ich das jetzt nicht nur das mache, ignoriere die Bepunktung, dann fällt erstmal dieser ganze Kram zu den anderen Punkten, die ich einstellen kann. Vielleicht zeige ich hier nochmal, was jetzt weggefallen ist. Also der Prozentsatz zum Bestehen zum Beispiel oder dieses Mastering Percentage, das ist einfach weg. Das ist dann nur wichtig für so ein Lernmanagementsystem. Das heißt letztlich eins, ja, hat er gemacht. Und wenn ich jetzt speichere, dann ist das eigentlich so das, was ich, wo ich sage, das kann tatsächlich sinnvoll sein, didaktisch, aber da kommen wir auch gleich später noch zu. Also, wenn ich jetzt hier irgendwie, nehmen wir einfach mal meinen Text, Bilbo, Gandalf, was weiß ich, Gnadalf von mir auch, und nochmal Uri und Smaug. Also, ihr merkt schon, ist natürlich unsinnig. Aber wenn ich jetzt irgendwie überprüfen klicke, dann bekomme ich das Feedback tatsächlich. Aber da steht jetzt nichts mehr von Punkten, ne, weil es ja eigentlich auch schwierig ist, irgendwie darauf aus Stichworte Punkte zu geben. Ich war mal in der Hochschule, da wird das bei Klausuren standardmäßig gemacht, auf Stichworte Punkte geben, aber ist Quatsch. So kann man halt auch ausstellen. Das ist dann für mich immer noch der schöne Modus. Da ist es dann ganz einfach, also wenn man einen Aufsatz hat und weiß, es gibt so ein paar Sachen, die werden immer vergessen, zum Beispiel wichtige Begriffe oder Fachbegriffe, die einfach genannt werden müssen, dann kann man zumindest schon mal sehr einfach eben Feedback geben. Also zum Beispiel, wie beim Bilbo, diesen Begriff hast du vergessen, da ist das sinnvoll. Oder eben auch bei anderen Sachen, dass, oder vielleicht ist auch irgendwas drin und das ist, bitte kommt, was weiß ich, aber Lerntypen, wenn der Begriff irgendwo auftaucht, kann man wahrscheinlich das Feedback geben. Sei dir sicher, dass du weißt, wovon du sprichst oder sowas in der Art. Also dafür, so für so eine Vorab-Auswahl oder so ein Grundfeedback ist das ganz sinnvoll. Also das ist dafür da. Also man kann tatsächlich auch Freitextfelder eingeben und darauf also automatisiert Feedback geben, wenn man diesen Rahmen hat. So, und jetzt höre ich mal auf, meinen Bildschirm zu teilen. Da bin ich wieder. Ja, das ist Essay. Ihr habt gesehen, ich bin jetzt wirklich jede Einstellung durchgegangen. Ich glaube, bis auf das Sprache ändern, aber das schenke ich mir jetzt. Ist also noch handhabbar, ist aber bei der Erstellung relativ komplex. Mein Vorschlag ist, guckt euch den Inhaltstyp einfach mal genauer an. Auf h5p.org kann man das machen oder eben auf einstieg.h5p.de. Probiert mal aus, spielt damit rum. Und wenn ihr wollt, dann meldet euch einfach bei mir und gebt mir Feedback. Ansonsten bis zum nächsten Mal.